Karmeliter. Karmeliter ist ein Orden der katholischen Kirche. Karmeliter wird auch genannt als Orden der Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Karmeliter gehört zu den sogenannten meditativen Orden und eben auch zu den kontemplativen Orden sowie zu den vegetarischen Orden. Die Karmeliter wurden im 12. Jahrhundert gegründet, um das Jahr 1150, und zwar am Karmelgebirge im Heiligen Land. Der Berg Karmel gilt als Aufenthaltsort des großen alttestamentlichen Propheten Elia, wie auch seiner Jünger. Karmel galt auch den jungen Christen als heiliger Ort, und so wurden schon im Frühchristentum Einsiedler und Eremiten berichtet, die sich dort niedergelassen haben. Unter der Führung des französischen Einsiedlers Berthold wurde der Karmeliterorden eben im 12. Jahrhundert in Palästina gegründet. Während der Kreuzzüge nahm in ganz Europa das mönchische Leben einen enormen Aufschwung, und so wurde 1209 eine Regel aufgestellt, die von Papst Honorius III. 1226 bestätigt wurde. Die Ordensregel der Karmeliter war sehr streng. Sie schrieb Einsamkeit vor, Armut und auch den Verzicht auf Fleisch. Der Mittelpunkt der Lehre der Karmeliter ist, jeder bleibe in seiner Zelle, Tag und Nacht das Gesetz Gottes betrachtend und im Gebet wachend. Die Karmeliter zogen sich dann, als die Sarazenen das Heilige Land wieder eroberten, zurück nach Europa. Sie gingen nach Süditalien, auch nach England. Sie blieben bei ihrem strengen Einsiedlerleben und sie blieben bei der Kontemplation, strenges Schweigen und vegetarisches Leben. Karmeliter wurden zum Teil auch zu einem Bettelorden. Später ergab sich auch wieder reformerische Karmeliten und später gab es wieder die strengere Ordensregelung. Eine der bekanntesten Karmelitinnen war die heilige Mystikerin Teresa von Avila. Sie gründete eben das Reformkloster Avila mit strengster Klosterzucht. Und so gründete sie zusammen mit Johannes vom Kreuz 32 von Karmeliter Reformklöstern, gab Männerklöster und Frauenklöster. Man kann sagen, diese Karmeliter Orden der Mutter Teresa von Avila wurde von einer Frau gegründet. Die Reform versuchte, den Geist der ursprünglichen Regel von Albert von Jerusalem wieder aufzuleben. Von den Nonnenorden der Karmeliterinnen ist der Orden der unbeschuhten Karmeliterinnen der bekannteste. Dieser war eben von Teresa von Avila gegründet worden und ihr Charakteristikum ist, dass sie keine Schuhe tragen. Die Karmeliter tragen typischerweise schwarze oder braune Tunika, sie tragen ein weißes Kapulier und oft auch einen weißen Radmantel, der oft einen Stern auf der Brust trägt. Es gibt vermutlich heute über 3000 Karmeliter-Mönche und Nonnen. Der Karmeliterorden hat zum einen große Gemeinsamkeiten mit Asketen in Indien. Er entspricht oft den Shramana. Shramana heißt ja der Asket, der spirituelle Praktiker, der in der Einsamkeit lebt und dort Gott kontempliert und von Bettelgaben lebt. Manchmal könnte man auch sagen, wie der klassische Sannyasi. Allerdings sind die Karmeliter weniger solche, die wandern, sondern sie bleiben an einem Ort, durchaus auch wieder ähnlich wie der Shramana, im Unterschied zum Sadhu. Der Sadhu ist ja der Wandermönch, was oft die Franziskaner eher machen.
Karmeliter sind eben auch Vegetarier und sie meditieren, sind in Kontemplation versunken. Leider gibt es heute viele Karmeliter, die zwar eigentlich Ähnliches praktizieren wie Yogis und buddhistische Mönche, sich aber eher als fundamentalistische Christen äußern, die eben sagen, nur Jesus allein führt zur höchsten Wahrheit. Trotzdem, die Gemeinsamkeiten der Karmeliter mit den asketischen Entsagten im alten Indien sind sehr frappierend und klar.